Ich habe Prousts riesiges Opus à la recherche du temps perdu, zu Deutsch unter dem Titel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit bekannt, neu übersetzt, weil ich es für das größte Sprachkunstwerk der europäischen Literatur halte und ich gern möchte, dass auch deutsche Leser es so zu Gehör bekommen können, wie ich selbst bei der Lektüre Proust aus dem französischen Text gehört habe. Das Werk umfasst 7 Bände und dieser Tage ist nun der letzte, der 7. Band erschienen, der den erzählenden Teil abschließt. Die Bände sind ausgestattet mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat, weil während der Arbeit natürlich viele Fragen aus der französischen Geschichte und auch aus der Kulturgeschichte aufgekommen sind, die ich für mich beantwortet haben wollte und von denen ich denke, dass sie auch für einen Leser interessant sind. Wir haben das dem also mitgegeben. Zusätzlich kommt dann in einem Jahr noch ein Ergänzungsband heraus, der Einführung zu Prousts Leben und Werk enthält und das die Recherche aufschlüsselt nach den Namen, die drin auftreten.